Servus die Marlon und grüß euch die Buben. Ja, wie es heute wieder mal sein könnt, bin ich unterwegs. Bin an der Donau diesmal unterwegs. Ich möchte zu meinem Platzl, wo ich früher übernachtet habe, hingehen. Und mal schauen, wie es dort ist. Volles Gepäck habe ich dabei. Kleinigkeit wird heute gegessen. Käffchen ist eh klar. Und ein bisschen den Tag ausnutzen. Wir haben den Augenblick 10 Grad, Sonnenschein. Also ja, schauen wir mal schön langsam dahinter. Wäre. Ja, ein bisschen frischen Bärlauch werden wir mitnehmen. Ja, wieder ein Stück weiter reingegangen. Und da sind auch schon viel größere. Brauche ich nur ein paar Blauen. Zum Verfeinern von dem, was ich dabei arbeite. Da rechnen wir die paar Blauen. Na, da kommen wir jetzt schon langsam auf unser Holzplatzl. Ja, da vorne ist die Insel. Da kann man schon fast zu Fuß umgehen, aber nur fast wahrscheinlich. Wasser glitzert auch schön. Ja, da im Hintergrund mein Hausbergerl, mein Stabruch. Ja, und da gehen wir jetzt zu mir weiter. Ja, Platzl ist nach wie vor da. Ah, da ist wieder mein Baum, wo ich das Tab drüber gespannt habe. Da bin ich schön gelegen. Ja, schöne Erinnerungen. Aber heute ist so viel los mit den Leuten. Ich glaube, ich verzieh mir lieber einen dichteren Wald. Ja, da ist schon schön in meinem Dschungel. Und vorhin, da bin ich wenigstens allein. Ja, auch da überall sieht man die Schlafplätzeln von den Viechern. Und da vier in ein paar hundert Meter. Mir ist ein Nebenbaum sein. Ja, hui, und da ist er. Ja, jetzt baue ich da noch mal ein schönes Platzl. Und dann machen wir es gemütlich. Ja, ich bin da immer noch neben Wasser und ich denke, ich bin da ein bisschen fündig geworden. Das Platzl werde ich mir da einverleiben. Da oben schaut es da relativ sicher aus, sage ich einmal. Ja, leider trockt der Wind natürlich auch die ganzen Geräusche der Viere, weil da sind 300 Meter ist der Treppelweg oder 400. Das hört man natürlich, weiß Gott wie weit, aber ja, ist halt so. Oh, kommt ein bisschen ein kalter Wind auf, na macht auch nichts. Jetzt werden wir mal ein bisschen den Rucksack aufhängen. Ja, jetzt hat sich gerade einmal mein Ding verschüsst. Das habe ich da einmal eingelebt gehabt. Das hat bis jetzt eigentlich super gehalten, bis auf jetzt. Dann muss ich mir was Neues einfallen lassen oder ich klebe das neu ein. Oder ich drehe von oben einmal Schrauben rein. Ja, alles kein Problem. Ja, was steht heute am Plan zum Essen? Ah, Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln, das ist noch das von Dennis. Das werden wir heute einverleiben. Das werden wir ein bisschen verfeinern. Ich habe von daheim ein bisschen ein paar Salate mitgenommen, so einen Vogelsalat. Und natürlich mit meinem Bärlauch noch verfeinern. Ja, dann passt das schon, würde ich sagen. Ja, da werden wir heute halt einmal aufmachen. Ja, passt schon so. Ah, ja, wenn wir mal schon auf Jockey spielen. Natürlich habe ich noch ein bisschen
was zum Verfeinern auch dabei. Ja, ich glaube, das ist soweit. Das ist es fertig, schätze ich. So, zuerst werden wir ein bisschen eine Würze, Spezialmischung von mir drauf geben. Egal wie das schmeckt, das gehört einfach drauf. Ja. So, und jetzt noch ein bisschen Salat drüber. Und ich würde sagen, das schaut doch schon schön aus, oder? Ich zeige euch das Pfännchen einmal. Jetzt einmal. Lecker, oder? Und los geht's. Mahlzeit. Nicht schlecht. Und natürlich, ja, gibt's wieder mal eine Energy, zuckerfrei sogar diesmal, aber ab und zu muss das sein. Prost. Ich schmatze euch da jetzt einmal nichts weiter Fuß und dann ist das jetzt einmal in Ruhe fertig und dann melde ich mich wieder bei euch. Letztes Pfännchen. Und leeres das Döschen. Und was brauchen wir jetzt? Richtig. Häfchen machen wir natürlich gleich. So, da. Hoppala, komm von da oben, liegt der Hund da schon. Ah, die Sonne kommt auch wieder raus, das freut mich. Es ist wirklich kühl geworden. Ja, aber in dem Sinn, meine Krankenseisel, ihr seid wieder in mein Gedächtnis, die ersten. Und dann der Rest der Welt. Prost, Freunde. Ja, gefällt mir, ich hab gar nichts Süßes dabei heute. Oh Scheiße, ich schaue heute wieder auf meine Figur, das ist gewaltig. Ja, es macht ja nichts, es ist ja Nachmittag bewölkt, auch gesagt, wenn nicht Regen mit Pipapo. Und da wäre ich mir dann eher wieder alles putzen, das könnt ihr mir alles pipi-feinst machen. Zusammenpacken, wieder am Weg aus und dann schon langsam Richtung Retour. Ja, da hinten dürfte schon dunkel werden. Ein Freund von mir hat mir auch schon geschrieben, Berner in der Gegend ist schon schwarz, was in meine Richtung zieht. Ja, egal. Ich habe gestern einen schönen Tag gehabt, ich habe heute ein paar schöne Stunden gehabt. Leckeres Essen, lecker Käfchen. Eine schöne Gegend wie immer. Ich habe gesagt, da war ich überhaupt noch nicht. Okay, da
ich schätze mal so 1,5 Kilometer weit rauf. Dort waren wir schon, da ist das Bangerl, wo man das letzte Mal war, wo hinter mir der Baum so angeknappert war. Video davon verlinke ich da oben, könnt ihr euch anschauen. Oh, der ist noch, wie gesagt, ich schätze 1,5-2 Kilometer drauf ist das entfernt. Ja, auch die Lackerl, das war's. Der Wind kommt jetzt auch immer mehr auf. Ich hab zwar noch eine Regenjacke, sicherheitshalber mit, aber ja, ich würde sagen, ich pack zusammen und ziehe meinen Rückweg an. Ich schau dann da hin, ob ich da was sehen da und jetzt packen wir mal zusammen. So da, ja dann, zusammengepackt haben wir. Satteln wir die Hühner. Ja, machen wir noch ein kleines Schiff da. Weil da sowieso keiner herkommt, aber passt schon, jetzt schauen wir noch mit zum Wasser. Shit, da ist mir jetzt ein Biber abgepascht. Jetzt ist das dreckige Wasser da. Spät, den Wirf, die da ein bisschen aufgeschächt haben. Ist schaut da aus wie so eine Festung, keine Ahnung, war da unten wo drin. Richtig schöne Biberburg da. Da sind sicher genug Biber. Könnt mich ärgern, dass ich die nicht erwischt habe. Der ist unter dem Wasser davor zischt. Überall neue Sollbruchstellen. Die liegen halt auch noch nicht lang da. Ja, da links, Kreuzung quer. Ja, die Bahn bewegen sich schon ganz schön. Krochen eigentlich. Ja, da hast du jetzt schon langsam aus dem Dickicht. So, endlich wieder heraus am Weg. Das ist ein bisschen safer. Und jetzt wieder neben der Donau zurück zum Auto quasi. Jo Freunde, mit den Bildern da an der Donau will ich mich bei euch noch verabschieden. Ich war wieder eine schöne Tour, hat mir sehr gefallen. Wetter hat da wieder aufgeklärt, aber da hinten ist relativ finster. Da oben ist es noch blau, also ab nach Hause, wo es noch schön ist. Ich kann mich nur bei euch immer wieder bedanken. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Marlen und Viert euch die Buben.